Und den Lötkolben müssen wir ein bisschen reinigen vorher. Das klappt sonst nicht mehr. So, jetzt ist der Lötkolben sauber und löten da wieder ein Draht fest. Und weil der Transistor eben drei Anschlüsse hat, löten wir die abwechselnd, die Transistoren. So, jetzt löten wir den wieder. Das reparieren wir. Löten mal den einen Draht. Nee, wir reparieren das schnell. Wenn jetzt sowas passiert hier, dass zwei zusammenkommen, dann machen wir das einfach ein bisschen warm. So, und jetzt fahre ich mit dem Schraubenzieher durch. Und dabei ist uns der ganze Transistor wieder rausgefallen. Und das reparieren wir jetzt kurz und löten aber vorher noch diesen anderen Transistor ein. So, das kann mal passieren. Gut. Deswegen lernen wir es hier. So, der eine Transistor ist jetzt sozusagen, die Löcher sind zu. Und deswegen haben wir jetzt hier ein Problem. Den Lötkolben stellen wir gerade mal weg. Und ich hole mal eine Lötsaugpumpe und dann lernen wir, wie das geht. So. Das Problem war, da passt auf, mich nicht brennen, den Lötkolben. So, jetzt machen wir sozusagen diesen einen Draht heiß, der eben zugegangen ist. Und ich gehe mit der Lötsaugpumpe dran und weggehen mit dem Lötkolben und ich sauge. So, und dasselbe nochmal. Heiß machen, weggehen und ich sauge. So, und jetzt haben wir die Löcher wieder einigermaßen frei und können nochmal einen neuen Lötvorgang benutzen. Ich zeige mal die Lötpumpe, die funktioniert ganz einfach, ist wie ein Staubsauger. Ihr könnt es reindrücken und wenn ich hier drauf drücke, dann schnallst du es hinten raus und vorne machst du und zieht Luft rein. Und das ist eine wunderbare Sache für sowas, müsst ihr aber jetzt nicht unbedingt haben. Kann man sich irgendwann mal besorgen. So, jetzt löten wir wieder ein Teil rein. Ich halte es mal von unten. So, ihr seht, die Operation wird immer komplizierter. So, und jetzt löten wir das an einem Punkt an. Gut, und ziehen den Lötkolben weg. So, und jetzt müssen wir ein bisschen warten, weil durch das Anlöten wird der Transistor ja heiß. Und jetzt warten wir, bis er abgekühlt ist ein bisschen und löten jetzt das nächste. So, gut, und wieder warten. Und jetzt den dritten Fuß. So, jetzt hat es geklappt. Und jetzt schneiden wir einfach noch alle überstehenden Drähte ab. Gucken das Ganze nochmal an. Das Lötzinn können wir schon mal aufräumen. So, wir überprüfen nochmal alle Kontakte. So, und ich habe hier jetzt die Möglichkeit, einfach mit einer Lupe die ganzen Anschlüsse nochmal durchzuschauen. Und ich schaue einfach, ob die Verbindungen gut sind. Es gibt auch kleinere Lupen. Ich habe hier noch eine kleinere, die kann man zum Beispiel drauflegen, kann mit dem Auge ganz dran gehen und dann wird man das sehen. Also solche Sachen sind recht hilfreich. Wenn man sehr gute Augen hat, braucht man das vielleicht gar nicht. Und jetzt sehen wir einfach, dass wir alle Teile hier bestückt haben. Und wir würden jetzt hier eine Funktionskontrolle noch machen. Wieder nochmal alle Teile anschauen, ob sie auch richtig rum eingelötet sind. Alle Teile anschauen, ob sie wirklich gute Verbindung haben. Und ansonsten wäre das Problem jetzt gelöst. Und jetzt müssten wir eben Spannung anschließen an der entsprechenden Stelle, hier und hier, und könnten dann die Funktion prüfen. So, funktionieren soll es so, wenn ich auf diesen Taster drücke, dann soll dieses Relais anziehen. Und damit kann man zum Beispiel ein Lämpchen anschalten oder sowas. Und die Zeit, wann es wieder ausgeht, die lässt sich hier einstellen mit dem Schraubendreher. Und da könnten wir einfach einstellen, wie lang soll diese Birne dann zum Beispiel an sein. Hier wird es nochmal gezeigt, also hier wird eine Birne angeschlossen. Hier kann man auf den Taster drücken. Hier wird Plus und Minus 12 Volt angeschlossen.
Und damit haben wir unseren Bausatz jetzt zusammengebaut. Wir werden den jetzt hier prüfen und werden ihn dann weiter in ein Gerät einbauen und haben hier einen schönen Bausatz zusammengelötet. So, ihr Lieben, wir wollen euch jetzt nochmal die Funktion zeigen. Und zwar, ich habe hier jetzt Plus und Minus angeschlossen über ein kleines Netzgerät. Das könnt ihr jetzt gerade gar nicht sehen. Und dann haben wir am Ausgang ein Messgerät angeschlossen und haben das einfach auf Durchgangsprüfen gestellt. Das heißt, das Messgerät piepst. Das kann ich auch mal zeigen, wenn ich die Anschlüsse zusammenhebe. Ich hoffe, ihr hört es jetzt. Und wenn wir jetzt diesen Taster drücken, dann piepst es. Und jetzt, 2 Sekunden später, hört es schon wieder auf zu piepsen. So, ich möchte es nochmal machen. Also ich halte es hier fest, drücke auf den Taster. Und 2 Sekunden später hört es wieder auf zu piepsen. Das heißt, unsere Schaltung funktioniert und ich könnte jetzt hier an diesem Putty die Zeit ändern, wie lange es dauert eben, bis es wieder das Piepsen dann aufhört. So, jetzt habe ich es schon auf 4 Sekunden ungefähr eingestellt gehabt. So, und schaltet wieder aus. Ich mache es mal noch auf eine längere Zeit. Und ihr seht, mit dem Gepiepse kann man eine ganze Menge Spaß haben. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir gemacht haben hier. Ich möchte mich verabschieden für heute mit dem Gepiepse und wünsche euch noch viel Spaß.